Creas präsentiert Smarty, die neue Intelligenzzähler. Für die Entwicklung von den erneuerbaren Energien zu erleichtern, auf ihre Spass und Bösmann an die neu gewünschten Fundeverbraucher anzupassen, hat Creas massiv in Strom- und Gasnetze investiert. Ihre neuen intelligenten Zähler also wesentliche Bestandteil von dieser Entwicklung. War das Smarty? Smarty ist ein intelligenter Zähler, den über fortschrittliche Technologien verfügt. Er ermöglicht auf ganz präzise Manier den Verbrauch und die Energieproduktion von Altstut zu messen, Apparate auf Distanz un- und auszuschalten, Daten vom Zähler abzuholen und das Donnern dann über das bestehende Stromnetz zu überdrohen. Geht mein aktueller Zähler durch das Smarty ersetzt? Ja, weil ein europäisches Direktiv, die in Lützburg Gesetz ist, sieht, dass sowohl Strom- wie auch Gaszähler im nationalen Territoire müssen durch Intelligenzzähler ersetzt gehen, unabhängig vom jeweiligen Netzbetreiber. Für Creas ist das mehr wie 250.000 Stromzähler und mehr wie 45.000 Gaszähler zu ersetzen. Wenig hat mein Smarty installiert. Smarty. Die neue intelligente Zähler gehen den Menschen bei unseren Klienten installiert, das ist gratis, soweit die technischen Installationen konform sind. Die Altzähler gehen nur noch von Creas als seinen Partner ersetzt. Das weitreichende Umstellung wird sich bis an die Jahr 2020 zählen. Alle guten Klienten gehen immer und am Voraus durch einen Brief über die Installation vom Smarty informiert. Wenn ihr die neuen Zähler kriegt, findet ihr bei uns im Internet unter der Rubrik Deploiement. Was sind meine Avantagen? Als Klient kriegt ihr mehr Informationen über euren Energieverbrauch oder Produktion und ihr könnt, indem ihr euer gewünschten anpasst, Energie sparen. Außerdem, beim Smarty, ist es nicht mehr nötig, euch für die Auflösung von eurem intelligenten Zähler zu steuern. In Zukunft könnt ihr portablen Ekran oder ein Smart Home System ausschließen und so euren Verbrauch indirekt nachgucken. Beim Smarty und die Energielieferanten auch die Möglichkeit, für neue Service und neue Tarife zu offerieren. Und zu allem Moment vom Jahr Rechnungen auf Basis von ihrem realen Verbrauch am Platz von Estimationen auszustellen. Wege meng Donnien vom Smarty überdrohen. Lützburg hat sich dafür entschieden, Donnien über das bestehende Stromnetz zu überdrohen. Das Prozess wird auch PLC oder Powerline Communication genannt. Auf diese Manier kann das Smarty auf Distanz mit dem Netzbetreiber kommunizieren und umgedreht. Heute schwätzt den von bidirektionaler Kommunikation. Donnien vom Zähler gehen ein paar Mal pro Tag gesammelt und all der und ihren Energielieferant weitergelegt. Besteht ein Risiko bei der Überdrohung von Menge Verbraucherdonnien? Nein, weil für die Sicherheit bei der Überdrohung von den Verbraucherdonnien zu garantieren, gehen Donnien vom Smarty und dem zentralen System, die von Luxmetering betrieben wird, geschickt. Die gebrauchten Algorithmen entsprechen den höchsten Normen am Bereich von der sicheren Kommunikation. Es gibt verschiedene Sorten von Gaszähler. Ja, es gibt zwei verschiedene Sorten Smarty-Gaszähler, die aber auf denselben technischen Standards basieren. Je nach ihrer Strom- und Gasinstallation wird ihre Gaszähler durch einen Zähler mit Kabel oder ohne Kabel ersetzt, den dann mit ihrem neuen intelligenten Stromzähler verbunden wird. Wie geht mein Gasverbrauch überdrohen? Egal ob Ihre Gaszähler mit oder ohne Kabel funktioniert, Ihre Verbrauch geht immer, ob sekurisiert man näher ob Ihre Stromzähler und weiter bei Ihren Energielieferant überdrohen. Smarty von Creas. Intelligenzähler für einen einfachen Zugang über Donnien und Sache Verbrauch an Energieproduktion. Mehr Details über das Smarty von der Weise im Internet sieht smarty.creas.net. Geht auch dir Fan vom Smarty.